so lange demonstriert, bis wir diese Regierung gestürzt haben, bis wir das Corona-Regime gestürzt haben und diese Zeit, diese Verbrechen, die sie hier an uns begangen haben, dass sie aufgearbeitet sind. Heute wird ein langer Tag. Wir beginnen jetzt hier, dann gibt es einen Aufzug, dann gibt es eine Kundgebung am Potsdamer Platz. Dann am Nachmittag gibt es noch ab 15 Uhr eine Kundgebung von dem Kollegen, ich darf da auch sagen, Genossen, Ralf T. Niemeyer für den Frieden. Und es wird heute ein sehr langer Tag für die Demokratiebewegung. Widerstand! Demokratischen Widerstand tun.
unter 10 Minuten noch. Situation, die hier gerade weltweit angefangen wird. Und dementsprechend werden wir gleich auch mit einem Friedensgottesdienst erstmal anfangen. Unser wunderbarer Christian Stockmann und seine Frau, die werden uns gleich hier eine wunderbare Mitteilung geben und ihm halt erstmal mit euch allen zusammen ein Friedensgebet machen. Und ich hoffe, dass ihr alle mit dabei seid. Schön, dass ihr alle da seid! So, bitte denkt an folgende Situation. Es geht heute nicht darum, dass wir jemals sagen, wegen der So, bitte einen Riesenapplaus für Christian Stockmann. Weiß nicht, ob ich schon Möglichkeit habe, Ist das Keyboard schon draußen zu hören bei euch, da ganz hinten? Hört ihr schon was? Hört ihr meine Stimme schon? Kann mal jemand winken? Hört ihr mich? Ah, ihr hört meine Stimme. Hört ihr das Keyboard? Hört ihr das Keyboard da hinten? Ah, super. Also ihr habt ja schon einen super Sound. Toll. Sie haben unsere Kinder vergessen.
unsere Kinder, die kommen aus einem 20 Minuten Gespräch mit Kevin Kühnert. Es gibt im Moment ein ganzes Problem in Deutschland. Nehmt die Hände hoch für das Wichtigste, was wir haben für die Zukunft, für unsere Kinder. Alle Hände bitte hoch, alle Hände. Schöne Grüße aus Wolgast, aus Ueckermünde, aus Stralsund, aus der Brandenburg. Nehmt die Hände hoch, denkt dran. Wir sind das Volk, wir sind der Souverän, wir können schaffen. Und Olaf Scholz, nimm zu, dass du Land gewinnst, was du machst gerade. Nehmt die Hände hoch. Wir haben einen Mann, der vorkommt. Hier ist er, der Bruder von Merkel. Auf geht's. Und alle. Einmal. Ich darf mal meinen. Kurz etwas sagen, wir möchten einen Platzverweis aussprechen gegenüber denjenigen, die sich als Antifa bezeichnen, aber in Wahrheit keine Antifaschisten sind und die jetzt in die polizeiliche Maßnahme übergegeben werden. Wir wollen hier friedlich und ohne Störung demonstrieren, das ist unser Grundrecht und gehört uns natürlich jedes Argument an, aber Störungen sind undemokratisch. Deshalb bitte ich Sie, verlassen Sie selber diese Veranstaltung, sonst werden wir um eine polizeiliche Maßnahme bitten müssen. Danke.